Hallo und herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Sommertour. Wir sammeln Holgi in Nermoor ein und fahren gemeinsam nach Thüringen, welches wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Ersatz für das eigentlich geplante Österreich herhalten muss. Drei Gleichen ist eine Landgemeinde im thüringischen Landkreis Gotha. Sie liegt zwischen den Städten Erfurt, Gotha und Arnstadt und ist nach dem Burgenensemble der Drei Gleichen benannt. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Burgen befindet sich unser Campingplatz Drei Gleichen, der uns für die nächsten Tage als Ausgangsbasis für unsere Tagestouren dienen wird. Das Abendessen gönnen wir uns im benachbarten Restaurant Taubennest und lassen den Abend bei leckerem Gin Tonic im Wohnmobil ausklingen. Der nächste Morgen begrüßt uns kühl, aber trocken. Und so gibt es das Frühstück im Freien. Freudig starten wir von unserem Campingplatz zu unserer ersten Tagestour. Wir erreichen Erfurt und genießen aus erhöhter Position einen herrlichen Blick über die Landeshauptstadt Thüringens. Dann erreichen wir die Talsperre Hohenfelden. Auf den Seeterrassen Bella Vista bestellen wir zum Mittag ein paar leckere italienische Nudelspezialitäten. Wir setzen unsere Fahrt über Kranichfeld und Teichel in Richtung Saalfeld fort. Auf unserem Weg über Bad Blankenburg nach Arnstadt passieren wir immer wieder kleine Ortschaften. Wir erkennen aus der Ferne die erste Burg am Horizont und erreichen wenige Kilometer später wieder unseren Campingplatz. Den Tag beenden wir mit einem gemütlichen Grillabend.
Auch an diesem Morgen hält der freundliche Garçon wieder ein paar leckere Käsebrote für uns bereit, ehe es auf die nächste Tagesetappe geht. Heute haben wir die Rhön als grobes Ziel ins Navigationsgerät einprogrammiert. Unsere Tour geht zunächst über Friedrichsroda und Wasungen und als wir eine Baustelle umfahren wollen, geht es sogar über ein verlassenes Fabrikgelände. Das Navi führt uns immer wieder über interessante Streckenabschnitte, die wir so wohl nicht gefunden hätten. Weiter geht unsere Reise durch das Biosphärenreservat Rhön in Richtung Gersfeld. Die hessische Rhön zeichnet sich durch dutzende markante Kegelberge aus und wird oft als Land der offenen Fernen bezeichnet, da sie im Gegensatz zu anderen deutschen Mittelgebirgen auf ihren Gipfeln eine weitgehend unbewaldete Kulturlandschaft mit prächtigem Ausblick ins Land bietet. Über Poppenhausen, Stadtlengsfeld und Waltershausen führt uns unsere Tour wieder in Richtung Drei Gleichen. Das ist ja total verdreckt. Immer noch. So, jetzt er wieder. Mühle organisiert uns eine Feuertonne und Brennholz und so beenden wir den Tag mit einer Lagerfeuerromantik. Der vierte Tag begrüßt uns wieder bewölkt, aber trocken. Und wir lenken die Bikes zunächst Richtung Arnstadt. Wir bewegen uns über kurvige Waldstraßen weiter in Richtung Ilmenau. Bei einer Baustelle ist die Straße wegen Straßenarbeiten gesperrt. Wir fragen freundlich, ob ein Passieren für uns trotzdem möglich ist und bekommen die Erlaubnis, unseren Weg wie geplant fortzusetzen.
Bei Stützerbach stoppen wir die Motorräder für eine kurze Rast. Was ist immer blöd, wenn jemand so ein Panopet da durchhört? Du, das ist für denjenigen blöd, weil er dann so im Film drin ist. Das hast du doch schon auf der Fähre gemacht. Wir folgen den Straßen weiter durch schöne Gegenden und Ortschaften. Ein leuchtender Kontrast sind die zahlreichen gelben Rapsfelder. In Bad Blankenburg nehmen wir bei der Mörsdorfer Landhoffleischerei ein deftiges Mittagessen zu uns. Bei Meurer versuchen wir erneut durch eine Baustelle zu kommen. Doch ein Schwertransporter macht dies unmöglich. Hier runter, und dann müssen wir rüber. Ja, ist gut. Okay. Also müssen wir jetzt erstmal einen Punkt eingeben, wo wir jetzt hin müssen. Ja? Also disponieren wir um und entscheiden uns am Ende für die Alternativstrecke über Rohrbach. Zurück in Drei Gleichen gibt es ein hervorragendes Abendessen im Außenbereich des Restaurants Ratskeller. Mühle kümmert sich um die Helmpflege und wieder kommt die Feuertonne zum Einsatz. Nachdem Jürgen Heinz sich in der Dorfapotheke eingedeckt hat, geht es für uns wieder auf thüringische Straßen. Auf einer Waldlichtung bei Uhlstedt legen wir eine kleine Pause ein. Nahe Saalburg nehmen wir am frühen Nachmittag an der Talsperre Bleiloch
beim Wurzbacher Backhaus einen kleinen Imbiss zu uns. Dann erreichen wir die Talsperre Hohenwarte. Um den Stausee zu überqueren, müssen wir die Fähre von Altenroth nach Linkenmühle benutzen. Die Navigation ist voller Überraschungen. Jetzt haben wir auch schon wieder Fähre. Thüringen hat durch kurvige Straßen, herrliche Fernsichten und reizvolle Landschaften viel zu bieten. Also ein sehr schönes Ziel für eine Motorradtour.